Hallo Freunde der Nacht, da bin ich, euer Sadum mit einer neuen Folge Humankind. In der letzten Folge sind die Hateheater ausradiert worden, wahrscheinlich hier von den Truppen der Luluban. Wir haben sie in ihr Territorium gedrängt und dort wurde ihnen dann der Garaus gemacht. Und wir könnten jetzt ins Altertum voranschreiten, aber wir hatten in der letzten Folge gesagt, wir warten noch ein bisschen ab. Weil drei Runden, dann bekommen wir hier noch einen Stern und die Händlersterne hier bekommen wir auch in drei Runden. Deshalb chillen wir noch ein bisschen. Die Armee hatten wir hier belassen wegen der Stabilität. Wir testen das mal und ziehen die mal raus. Mal sehen, ob es hier rummeckert, Hattusa. Nö. Scheint stabil zu bleiben. Dann verlegen wir die Truppen dahin. Relativ, ja, zwischen die Grenze der Mykener, wollte ich gerade sagen. Das sind ja jetzt die Griechen. Der Griechen und unsere Hauptstadt. Wir müssen uns um eine Angelegenheit kümmern. Der Herrschaftskampf. Die Hauptstadt ist der wahre Sitz der Macht. Doch die ehrgeizigen Bewohner anderer Städte machen ihr diesen Platz streitig. Ihre Anführer und andere einflussreiche Menschen wollen die Geschäfte des Reiches beeinflussen und ihr müsst euch damit befassen, wer die Macht hat. Zeigt mal bitte die Details. Stadtbegrenzung. Oha, plus 1. Plus 25 Stabilität auf Hauptstadt. Also unsere Hauptstadt ist noch stabil genug. Stadtbegrenzung wäre natürlich richtig, richtig schön, weil ihr wisst ja, wir wollen die Luluban irgendwann auch unterwerfen. Wir nehmen den kleinen Rat. Erlasst die gewählte Variante der Verordnung, falls ihr euch später anders, ja. Und in welche Richtung geht das da dann? Hier Freiheit und das andere ist Autorität. Ja, dann halt mehr in Richtung Freiheit. Most problems eventually yield to the onslaught of more brains. Unabhängige Völker. Wenn wir die unterwerfen wollen, wäre das natürlich auch bombastisch. Minus 50% auf Unterwerfenkosten. They may have more to offer than just their weapons. Assimilation does seem practical. Nein, noch nicht. Wir wollen noch nicht in eine neue Epoche starten. Wir wollen noch ein paar Ruhmpunkte hier einheimsen. Die Nubier erreichen mit der Maya-Kultur die Epoche Altertum. Wir haben die Seefahrt erforscht. Wir können jetzt die... Bitte, was ist das? Pentekontere bauen. Bemannt mit 50 Ruderern ist die Pentekontere ein wendiges Handels- und Kriegsschiff, Körperschiff, wendet den Status verbarrikadiert auf Ziele an. Küstenschiff wird zerstört, wenn die Einheit mehr als eine Runde in tiefem Wasser verbringt. Und Fischhändler plus 3 Geld auf Häfen. Händlerstern haben wir erreicht. Wieso hat man den erreicht? War das nicht erst bei 550? Oh. Naja, nehmen wir natürlich gern mit. Jetzt brauchen wir bloß noch kurz abwarten, bis die Bevölkerung in Memphis und in Hattusa anwächst. Oh, die Griechen haben ihre Einstellung uns gegenüber verändert. Hilfsbedürftig. Stabil Vertrauen, wir handeln Ressourcen mit ihnen, wir haben uns von unserem Groll gegen sie distanziert. Sie sind in einer Notlage und haben sich mit der Hoffnung auf Hilfe an euch gewandt. Was denn für eine Notlage? Sorry Leute, ich bin wieder da.
Ich hoffe, ich konnte mich rechtzeitig muten. Da kam ein extremer Nieser an. Wir sind viel mächtiger als sie. Sie sind auf den Zugang zu unseren Ressourcen angewiesen. Ihre Kriegsunterstützung ist größer als unsere. Das ist wohl wahr. Aber sie geht nach unten. Wir müssen uns beeilen, dass wir hier in Memphis mal das Schiff an den Start bekommen. Können wir das? Ja, schaut mal, wir können das bauen eine Runde lang. Wir ziehen das vor, weil wir wollen wissen, ob das hier oben ein Kontinent oder bloß eine kleine Insel ist. Ich hoffe mal, das ist ein Kontinent, den wir noch besiedeln können. Ansonsten müssten wir vielleicht doch nochmal aggressiv gegen die Mykener vorgehen, beziehungsweise gegen die Griechen sind sie ja jetzt. Na, mal schauen. Das ist die untätige Armee. Die stationieren wir hier. Hattusa hat die ägyptische Pyramide gebaut. Könnten noch so einen Steinkreis bauen. Könnten wir wirklich machen. 4 Runden, das ist ja halt nichts. Wo bauen wir es wieder hin? Auch wieder an die Küste, wie den letzten Steinkreis. Den hatten wir hier hingebaut. Ich würde sagen, ja, hier so an die Steilküste. Klar. 5 Runden, dann haben die das hier fertig. Wachstum ist nach wie vor in 2 Runden und in Memphis auch in 2 Runden. Sehr schön. Geld können wir wegnehmen. Was? Die Griechen haben ein Abkommen beendet. Kartenteilen. Aha. Geht das automatisch oder haben die das manuell gemacht? Jemand Unbekanntes hat einen Verruf als Verräter. Die Schweine! Die haben einen Überraschungskrieg gemacht anscheinend. Sehen die das von uns? Schaut mal hier, wir sind auch noch Verräter. Aber läuft in 9 Runden ab. Ja, tatsächlich, sie haben das gebrochen. Sie wollen nicht mehr die Karten mit uns teilen. Ja, sind uns relativ egal sein. Wird halt interessant, wenn sie irgendwann mal auf einen anderen Kontinent oder ein paar Inseln gehen. Das sehen wir dann halt nicht mehr. Aber so sehen sie halt auch nicht, wenn wir irgendwo hingehen. Und schaut mal hier, unser erstes Schiff. Sieht das nicht schick aus? Schön, schön. Fahren wir gen Westen oder gen Osten? Wir fahren gen Westen. Riffe. Küstengewässer. Küstengewässer. Grundbewegungskosten 4 auf Riffen. Aha. Da sollte man dann vielleicht doch ein bisschen aufpassen, wo man langschippert. Und wenn wir nach Osten schippern würden, könnten wir bloß ein Feld fahren, weil hier überall alles mit Riffen voll ist. Und dann gen Westen. Wir müssen uns um eine Angelegenheit kümmern. Ein Schisma des Herzens. Die Religion des Reiches gewinnt immer mehr Anhänger, doch in den Tempeln und den heiligen Städten wachsen die Spannungen. Die Interpretation der religiösen Dogmen führt zu Schismen, da die Anhänger an verschiedene Regeln glauben. Es stellt sich die Frage nach dem Ansehen anderer Religionen. Wollt ihr nach religiöser Harmonie streben oder nicht einmal darüber nachdenken? Das
Teilsanzeigen plus 5 Einfluss auf Gebiet, wenn Gebiete der Staatsreligion folgen. Also unsere Religion hat sich schon extrem verbreitet. Das wäre richtig, richtig mächtig, diese plus 5 Einfluss. Und das andere, plus 5 Glaube auf Gebiete, fügt einen neuen Groll gegen Reiche mit einer anderen Staatsreligion hinzu. Ach du grüne Neune. Dann hätten wir gleich einen Kriegsgrund, Leute. Also gegen die Griechen würde das natürlich nicht hinhauen, weil die sind komplett unter unserer Religion vereint. Boah, ist das schwer. Ja. Also ich bin nach wie vor der Meinung, wir müssen erstmal abwarten, ob das hier oben ein Kontinent oder bloß eine kleine Pillepalle-Insel ist. Darauf kommt es jetzt ein bisschen an. Es wären nochmal mehr Truppen hier, der Lulubi. Krass. Hab ich ehrlicherweise auch noch nie gesehen, dass so ein freies Volk 10 Einheiten unter seiner Fuchtel hat. Das ist heftig. Ja, das ist der Emporenstern mit der Bevölkerung. Landwirtschaftsstern. Ampralager. Oh. Irgendwas mit Pottwalen, wenn ich mich recht entsinne. Hier oben geht es noch ein Stück weiter. Riffe. Oh Leute, das könnte ein Kontinent sein. Wir könnten jetzt in die nächste Epoche gehen. Viel mehr, oder wir würden jetzt wahrscheinlich auch keine Epochensterne mehr bekommen, aber wir wollen halt wissen, was das hier ist. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn das ein Kontinent ist. Man kann es nie erkennen. Dann wären wir nicht gezwungen, gegen die Mykener vorzugehen. Aber das wird ein ganz anderes Kapitel, ganz anderer Krieg wahrscheinlich, als gegen die Hethiter. Weil dann könnten wir uns darauf konzentrieren, hier Gebiete zu besiedeln. Stadt ist untätig, ja, baut man wieder an dem Steinkreis. Viele Hände, schnelles Ende. Schrift wurde erforscht. Es beginnt alles mit kruden Markierungen auf einfachen Materialien. Doch die Fähigkeit, Wissen festzuhalten und zu übertragen, wird die Welt verändern. Oh. Verringert die Einflusskosten von Verordnungen. Das ist gut. Der Erlass und auch das Aufheben von Verordnungen kostet 20% weniger. Wir hatten ja vorhin mal gesehen, wie teuer das ist. Lebensmittelmarkt plus 1 Geld auf Marktviertel. Wir haben noch gar keine Marktviertel gebaut, weil wir die jetzt erst bekommen haben. Und Haus der Schriftgelehrten. Haus der Schriftgelehrten. Das ist immer noch kein Forschungsviertel. Das baut man einfach so. Ich glaube, es ist eine Insel. Ja. Ach, du grüne Neune. Das ist nur ein Gebiet, was wir jetzt hier noch besiedeln könnten. Scheibenkleister, ehrlich. Also jetzt müssen wir uns entscheiden, was wir machen. Wollen wir in Frieden mit den Griechen leben? Oder sagen wir Krieg, Krieg?
Ding ist schon durch bei mir. Wir sagen Crack. Also nehmen wir eine militärische Kultur jetzt, um die Griechen zu bekämpfen. Die Griechen müssten eigentlich Hopliden haben. Wir schauen uns das aber vorsichtshalber nochmal an. Also eine Kultur zu nehmen, welche berittene Einheiten hätte, würde wenig Sinn machen. Die Griechen, die Hopliden, nee, sokratische Methoden, Hopliden, 27. Nahkampfeinheit erhält Bonuskampfkraft beim Kampf gegen berittene Gegner, jawohl. Macht Sinn. 27er Kampfstärke. Also eine militärische Zivilisation mit einer starken Einheit, weil wir zeitnah den Griechen den Krieg erklären wollen. Wir müssen uns ja irgendwie ausdehnen. Ich weiß nicht, ob man es muss, aber wir wollen es einfach. Wir wollen den Kontinent unter unserer Kontrolle haben. Ja. Gehen wir es an, Leute. Was gibt's denn noch? Die Maya sind weg, Maurya ist weg. Baumeister, Ästheten. Die Kelten sind weg, das sind Agrarier. Und die Griechen sind die Wissenschaftler hier. Was gibt's noch? Wir können Ägypter bleiben, wollen wir aber nicht. Wir wollen was Neues haben. Händler hatten wir gesagt, nee, danke. Punia, Karthago. Ja, auch Händler sind das doch, ja. Die Goten, Militaristen. Ja, berittene Einheit. Nutzt uns null gegen die Griechen. Die Hunnen, die haben auch eine berittene Einheit. Die haben uns platt gemacht im letzten Beta-Test. 22. Wow, die kosten 8 Unterhalt. Heftigst. Ist halt eine berittene Fernkampfeinheit. Kann sich bewegen, bis alle Bewegungspunkte verbraucht sind und ignoriert dabei kontrollierte Zonen. Oh, haben die das umgeändert? Wartet mal. Null. Als Entfernung und hier 1. Schwere Kavallerie. Nee, ich glaube, das ist immer noch so. Das ist eine Fernkampfeinheit. Die halt, ja, nuller Reichweite hat. Also man muss neben den Gegner stehen. Das ist aber bei den Dingern hier egal, bei dieser hunnischen Horde, weil die haben Mehrfachbewegungen. Seht ihr das da unten? Kann sich bewegen, bis alle Bewegungspunkte verbraucht sind und ignoriert dabei kontrollierte Zonen. Ich hätte gedacht, die haben die Fähigkeit, dass sie sich nach dem Kampf nochmal bewegen können. Auf jeden Fall ist es der Hass, gegen die zu kämpfen. Wer es nicht glaubt, der kann gerne nochmal das Angespielt hier bei mir auf dem Kanal sich angucken. Die letzten paar Folgen, die überrennen uns mit der Einheit hier. Keine Chance. Aber wir nehmen es trotzdem nie, weil es ist eine berittene Einheit und dann rennen wir gegen die Obliden an. Muss nie sein. Expansionisten erreichen mehr Ruhm, wenn sie sich Expansionisten-Epochensterne verdienen. Expansionisten-Sterne würde Sinn machen, so eine Zivilisation oder so eine Kultur zu wählen, wenn wir genügend Platz hätten, uns auszubreiten. Aber wir haben den Platz nicht. Der Kontinent ist fast uns. Rom, ebenfalls Expansionist. Aber was haben... Also, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, die Perser haben irgendeine Bogenschützentruppe. Nö, die haben die Unsterblichen. Kavallerieabwehreinheit. Die Römer. Ebenfalls Expansionisten. Oh, wow. Die haben die Prätorianer.
Ein rückseitiger Angriff erfolgt immer, wenn ein Verbündeter sich neben dem Ziel befindet, unabhängig von der Position. Das ist ja auch krass. Aber sie sind genauso teuer wie diese hunnischen Horden. Das finde ich gut. Also anscheinend haben die ja hier auch unterschiedliche Stärke gerade, die Einheiten der verschiedenen Kulturen. Und diese hunnische Horde ist extrem stark und die Prätorianer scheinen mir auch stark zu sein. Im Gegensatz zu, ja, nehmen wir mal diesen Unsterblichen, der ist auch gerade 8 teuer. Nehmen wir das hier, diese gotische Kavallerie. Die finde ich jetzt nicht so stark wie die Hunneinheit oder die Prätorianer der Römer. Ach Mann, Triumphbogen. Noch mehr Stabilität. Wir haben aber überhaupt keine Probleme mit Stabilität. Außerdem ist ein Expansionist, bringt uns also auch nichts. Ach nö. Die ganzen Militaristen sind weg oder was? Ach, das doch. Mist. Scheibenkleister. Ja, das ärgert mich jetzt aber. Sind nur die Goten, die Hunnen. Ach man, ja, Militaristen, es ist halt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Die haben, so wie es ausschaut, nur Mykene als Hauptstadt, die Griechen, und das war's dann. Ach, warum haben die denn eine Kavallerie? Oder wir nehmen tatsächlich Händler. Klingt jetzt zwar absurd, aber wenn wir die Griechen besiegt haben, können wir uns ja dann voll und ganz auf den Handel konzentrieren. Sprich, Geld machen. Aber das ist doch überhaupt nie unseres. Axumiden. Ich dachte, das wäre auch eine Kavallerie. Nee. Besitzt eine größere Kontrollzone, die nicht ignoriert werden kann. Technologiestehendes Heer muss dazu erforscht werden. Kriegselefant zählt bestimmt alles her. Kavallerie, kannst du knicken. Echt schwer. Da stellt uns das Spiel hier für eine ganz schöne Probe. Viele Militär... Kulturen haben halt berittene Einheiten und da sind die Griechen perfekt dafür, mit ihren Hopliden, die zu kontern. Tja, was machen wir, Leute? Ein Händlerreich werden? Wie gesagt, ich denke halt schon weiter. Die Schottelei. Die Griechen hatten, ich glaube, es war 28, oder? Naja, haben wir auch 27er. Verleiht jede Einheit mit der Verlangsfähigkeit neben dieser Einheit zusätzliche Kampfkraft. Bleh. Das klingt schon nervig. Sind die wenigstens teuer? Ja, die kosten 8. Und die kosten ja bestimmt weniger, oder? Ja, die kosten 5. Plus 2 Geld auf jedes Feld, das in Gold produziert. Und es bleibt uns halt erhalten. Mann, ey. Was machen wir? Prätorianer. Expansionist ist Mist. Wir nehmen eine Händler-Truppe. Auch wenn wir es erst nicht wollten, aber wie gesagt, wenn wir die Griechen besiegt haben,
bringt es uns dann wenigstens noch was. Die Expansionisten bringen uns nichts, wir können uns einfach nicht weiter ausbreiten können. Die Militaristen haben alle schlechte Einheiten gegen diese Hopliden-Truppen. Außer die Hunden vielleicht. Aber Militär-Epochensterne kriegen wir dann auch nicht weiter. Also Militär-Epochensterne bekommt man ja, indem man gegnerische Einheiten vernichtet. Und wenn die Griechen mit ihrer einen Pimmelstadt da vernichtet sind, war's das. Und Expansionistenreiche, ja, je mehr wir uns ausbreiten, aber der Kontinent ist dann komplett unter unserer Kontrolle. Also es macht eigentlich tatsächlich so, wenn man etwas länger drüber nachdenkt, nur Sinn, wenn wir Händler nehmen, und da sind die Punier nicht so toll. Minus 25% auf Aufkaufkosten aller Bauprojekte. Pff, mir doch egal. Koton bringt, zählt als Bauernviertel, Marktviertel und Schmiedeviertel. Aber die haben halt auch Kriegselefanten. Die Hopliden machen denen den Gar aus. Deshalb hier kommt, wir nehmen die Axumiden. Die Axumiden, ja doch. Hat ein bisschen gedauert, Leute, jetzt hier. Aber es war auch wichtig. Füllhorn, das bleibt uns auch durch die ganzen Epochen erhalten. Klingt gut. Nehmen wir die Axumiden. Nächste Runde müsste das dann vorangehen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Kultur. Bringt uns jetzt noch irgendeine Verordnung was? Religiöse Riten? Nö, brauchen wir jetzt nicht. Und religiöse Toleranz. Plus 5 Einfluss auf Gebiete, wenn Gebiet der Staatsreligion folgen. Das wäre schon besser hier. Ja, das wäre langfristig vielleicht besser. Plus 5 Glaube auf sämtliche Gebiete. Aber wir gehen auf aufgeschlossen und nehmen den Einfluss mit. Mal sehen, wie viel das sich verbessert. 277. Nee. Wie viel hatten wir plus gemacht? Ich habe mir jetzt bloß das gemerkt, aber nicht wie viel wir hier plus gemacht haben. Mist. Ich bin auch ein Knilch. Da gucke ich mir die Gesamtzahl an, aber nicht, was wir pro Runde gut gemacht haben. Naja, ihr wisst es jetzt. Ich müsste mir nochmal das Let's Play angucken. Dumm gelaufen. Also die Folge angucken. Wir werden schon plus gemacht haben. Weil, ich zeige euch das hier, die Religion ist ja komplett hier auf dem Kontinent verbreitet. Das ist so gut. Alles unsere Religion. Hattusa. Brauchen wir keine ägyptische Pyramide mehr. Wir sind eh gleich die Axumiden. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ja, Marktviertel können die bauen. Was gibt es denn hier so ringsrum? Wald. Wald, Fluss. Dann lohnt sich ein Holzlager zu bauen. Und in Memphis werden wir das hier noch anschließen. Schließt's mal an. Runde kann beendet werden. As urban centers grow, both ideas and sewage are generated at a record pace. Arts and sciences flourish as military tactics and mathematical equations become as coveted as physical goods. Empires struggle to control these intangibles, however, as some might trouble their stability. Auf ins Altertum. And now the Axumite. Good with tangibles and intangibles. A skilled Händlernation. Ich merke schon, man kann in dem Spiel, wenn man am Anfang sagt, man will
in der zweiten Epoche erst erobern. Man kann gar nicht so viel planen, finde ich. Weil ihr seht ja, was alles passieren kann. Porzellan haben die sich erkauft. Dürfen gespannt sein, was die uns hier alles entgegenwerfen werden. Hatten wir offene Grenzen mit denen? Ja, wir hatten offene Grenzen. Sollten wir vielleicht mal einen Scout da hinschicken und uns die Gebiete ein bisschen anschauen. Wobei, wir hatten ja Karten geteilt. Aber die Armeen könnten wir uns anschauen von denen. Blödes Misstriff. Warum sind wir in die Außenrum gefahren? Kapitän. Wieder zu viel. Gab's damals schon Rum? Ich glaube nee. Ja, irgendwie zu viel Wein getrunken. Memphis. Ja, jetzt ist das nämlich weg hier mit dieser Stabilität. Was ist uns jetzt aber noch eigentlich von den Ägyptern geblieben? Händler. Ach ja, großer Obelisk. Ach, es ist gar kein Marktviertel. Plus 3 Geld pro Marktviertel. Das bringt auch nochmal Glaube. Krass. Grandiose Planer ist uns geblieben. Wir müssen jetzt ein bisschen planen, wie wir zu unserer Einheit kommen. Forschung war abgelaufen. So, Altertum. Stehen das her? Das ist relativ zügig vorhanden. Kaserne war hier. Kaserne sollten wir bauen. Und dann gehen wir hier erstmal auf stehendes Heer. Ich denke mal, wir können unsere ganzen Krieger aufwerben. Ach, wir brauchen Eisen. Habt ihr das gesehen? Können wir, wo sehen wir denn Eisen? Hallo Eisen. Kupfer? Kommt das so spät? Aha, Eisen. Es kommt automatisch. Aha, es kommt gleichzeitig mit dem stehenden Heer. Okay. Kaserne. 122 Industrie, einfach der Hammer. Und in Hattusa hat man 73. Bevölkerung wächst. Und hier ebenso. Können wir Lulu-Bahn unterwerfen? Ja, noch nicht ganz. Aber bald. Geld müssen wir sparen, weil es kostet bestimmt ordentlich Kohle, die Krieger aufzuwerten. Ein Osmose-Ereignis. Freischalten für 418. Ja, dann stärken wir lieber die Forschung. Forschung stärken. Das ist uns zu teuer jetzt. Ich habe halt wirklich null Ahnung, was das kostet. Wir könnten das ja mal vergleichen mit, was kommt das vorhin, den Bogenschützen aufzuwerten? 90. Also das wird jetzt auch wieder um die 100 kosten. Also ich weiß es nicht, aber wir werden es ja dann sehen. Aber bevor wir weitermachen, Freunde der Nacht, war es das für diese Folge. Und übrigens, wenn wir die dann hier unterwerfen, bekommen wir die ganzen Einheiten hier auch noch dazu. Da wird es nicht mal allzu lange dauern. Wir erklären denen dann hier den Krieg. Have a seat. Have a glass. Let's get to know each other. Wisst ihr was? Wir machen mal. Mal sehen, ob die das mitmachen. Ha! Sie haben es abgelehnt. Sehr gut.
This does little to appease me. Wunderbar. Das erhöht natürlich dann unsere Kriegsunterstützung der Bevölkerung. Den Scout schicken wir rein und der soll noch ein bisschen erkunden. Mal gucken, ob er irgendwie was sieht, was die uns hier entgegenwerfen könnten. Freunde der Nacht, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen oben da, schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben gibt es natürlich noch den Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Zahadum.